Hier sitzen Kapasit und Ti. Sie sammeln Wissen. Denn je mehr wir wissen, desto mehr können wir erreichen. Aber sie haben ein Problem. Immer wieder zerstört Regen ihre Arbeit. Trotz ihres Wissens sind sie ratlos, wie sie sich und ihre Sammlung schützen können. Neue Ideen sind gefragt. Jemand muss sich auf den Weg machen, um neue Erfahrungen zu sammeln, denn Entwicklung braucht neues Wissen. In der Ferne trifft Kappa auf andere. Gemeinsam besprechen sie ihre Probleme und suchen nach Lösungen. Wieder zu Hause wird das neue Wissen angewendet. Nun schützt der Schirm zwar Kapasit und Ti, doch insgesamt ist er immer noch unpraktisch für den Alltag. Da geht ihnen plötzlich ein Licht auf. Das Prinzip Schirm lässt sich auch anderweitig nutzen und weiterentwickeln. Jetzt sitzen Kapasit und Ti endlich im Trockenen. Ihre Dokumente und damit ihr Wissen sind geschützt. Entwicklung braucht neues Wissen. Indem wir es weltweit teilen, können wir etwas verändern. So funktioniert Capacity Building.